Wenn wir hier bei Liebherr einen neuen Prototypen entwickeln, dann können wir schon vorab am PC simulieren, wie sich unsere Injektoren und Pumpen später im realen Betrieb verhalten werden. So können wir beispielsweise sicherstellen, dass alle Bauteile die hohen Drücke und Kräfte aushalten, die später einmal im realen Betrieb auf sie wirken. Erst wenn alle Simulationen am PC abgeschlossen sind, dann können wir anfangen, die ersten Prototypen zu bauen. Dazu braucht man ein gutes Fingerspitzengefühl und einen sauberen Arbeitsplatz. Wenn der Prototyp fertig ist, machen wir umfangreiche Funktionsversuche. Jetzt müssen die Injektoren und Hochdruckpumpen zeigen, was sie können. Dafür haben wir hier bei Liebherr moderne Prüfstände, die exakte Daten liefern. Nach erfolgreichem Funktionsversuch gehen wir die Prototypen in einen Dauerlauf. Hier testen wir unter anderem auf Lebensdauer oder einen gewissen Überlasttest, wo wir dann relativ schnell Schwachstellen sehen können und geeignete Maßnahmen einleiten. Nach den Dauertests überprüfen wir jedes Einzelteil hinsichtlich Verschleiß. So können wir feststellen, ob gegebenenfalls konstruktive Änderungen notwendig sind. Wir arbeiten systematisch daran, immer einen Schritt besser zu sein. Das ist unsere Philosophie. Und der Schlüssel zu unserem Erfolg. Das ist Liebherr.